Vielen Dank, Frau Kollegin Hoffmann. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gebe ich nunmehr das Wort an Frau Kollegin Brodemann. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Ich freue mich, dass wir ja inzwischen auch dank der Fridays for Future-Bewegung ausführliche Debatten über den Klimaschutz führen und dass es nicht mehr um das Ab, sondern um das Wie geht. Aber spätestens seit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrats vom Montag letzter Woche sollte uns allen klar sein, neben dem Klimawandel ist das Artensterben eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Rund 25% aller Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Das würde einen Verlust von bis zu 1 Million Arten innerhalb der nächsten Jahrzehnte bedeuten. Laut Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der GRÜNEN zur Biodiversität im Boden von April macht das Artensterben selbst vor dem Regenwurm nicht Halt. Genauer gesagt, zwei Unterarten des Regenwurms stehen auf der roten Liste. Man lernt es ja bereits in der Grundschule, ihre Ausscheidungen sorgen für die Stabilität und die erhöhte Wasserkapazität unserer Böden. Ich glaube, wir werden sehr gut beraten, wenn wir alles dafür tun, dass das auch weiterhin so bleibt. Ja, zu der Wahrheit gehört auch, das ist auch hier schon ein paar Mal angeklungen, in Hessen sieht es mit der Artenvielfalt nicht viel besser aus als an anderen Stellen. Nehmen wir zum Beispiel das Rebhuhn. 2018 hat die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz festgestellt, dass die Anzahl der Rebhuhnreviere in den letzten 25 Jahren um 90% gesunken ist. Auch für das Tier des Jahres 2016, den Feldhamster, den Pandabär Hessens, ist die Lage dramatisch. Das am stärksten bedrohte Säugetier in Europa ist zwar zum Glück noch hier ansässig, das aber größtenteils nur, weil die Landesregierung gemeinsam mit Naturschutzverbänden und Landwirten konkrete Maßnahmen und Projekte für den Erhalt von Lebensräumen zur Stabilisierung der Bestände und zum Wiederaufbau der Population auf den Weg gebracht hat, wie z.B. das Schutzprogramm Förderung von Leitarten der Feldflur. Vor rund einem Jahr hat die UN den 20. Mai zum Weltbienentag ausgerufen, und das mit gutem Grund. Monokulturelle Landwirtschaft, Insektengifte und die Klimakrise haben ihre Bestände massiv reduziert. Dabei sind die kleinen Geschöpfe für uns überlebenswichtig. Denn ohne die Bestäubung von Bienen gäbe es 75% unserer Lebensmittel nicht mehr. In Hessen gibt es aber auch kleine Erfolge zu vermelden. 2008 gab es hier 48.000 Bienenvölker, inzwischen sind es 62.000. Aber natürlich dürfen wir hier nicht nachlassen. Mit der Kampagne Bienenfreundliches Hessen wurden gemeinsam mit dem Bauern- und dem Imkerverband 3.000 Hektar Blühflächen geschaffen. Mit der Streuobststrategie wollen wir den Bienen ergänzend zum Lebensraum Nahrungsangebote machen. Und das alles wird aber nur Wirkung zeigen, wenn gleichzeitig der Einsatz von Spritzmitteln reduziert wird. Daher erarbeitet die Landesregierung einen Pestizidreduktionsplan und treibt den Glyphosatausstieg weiter voran. Weil es leider viel zu selten gesagt wird, möchte ich es an dieser Stelle einfach einmal tun. Die Haupt- und ehrenamtlichen NaturschützerInnen leisten einen unentbehrlichen Beitrag zum Natur- und Artenschutz. Die Naturschutzverbände unterstützen die Landesregierung und die Kommunen mit ihrem Fachwissen und übernehmen mit ihrem Engagement die Verantwortung für Maßnahmen und Projekte zum Schutz von aussterbenden oder gefährdeten Arten. Einige dieser Arten würde es heute nicht mehr geben, wäre dieser Einsatz nicht da. Und wir können ihnen gar nicht genug danken für dieses Engagement. All diese Anstrengungen laufen aber ins Leere, wenn wir nicht den Treibern des Artensterbens Einhalt gebieten. Der Bericht
macht nämlich unmissverständlich deutlich, wir sind selbst schuld an den Verschlechterungen der Biodiversität. Wir brauchen uns selbst unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wir sägen selbst an dem Ast, auf dem wir sitzen. Die intensive Landwirtschaft, die Überdüngung, der Einsatz von Herbiziden und Pestiziden, der enorme Flächenverbrauch, die Verschmutzung von Boden, Luft und Wasser und der Klimawandel, der ja für höhere Temperaturen und weniger Niederschlag sorgt und, wie wir gehört haben, unseren Wäldern sehr zusetzt. Und ja, die jetzige Agrarsubventionspolitik der EU hat einen großen Anteil daran. Und hier muss sich grundsätzlich etwas ändern. Da stimme ich auch ausdrücklich den LINKEN zu. Bei der GAP müssen ökologische und soziale Kriterien den Ausschlag geben. Das fordern wir GRÜNE schon lange und setzen sehr lange auch im EU-Parlament dafür ein, allen voran unser hessischer EU-Abgeordneter Martin Häusling. Und bei der kommenden Europawahl wird ganz klar darüber entschieden, ob wir die Agrarwende hinbekommen oder nicht. Alles andere schadet nicht nur dem Gemeinwohl, sondern auch der Landwirtschaft selbst. Die Zukunft liegt in der Landwirtschaft, die die Nachhaltigkeit und Biodiversität fest im Blick hat. In Hessen haben wir, unabhängig von der EU-Politik, uns mit dem Ökoaktionsplan eigene Ziele im Bereich der Landwirtschaft gesetzt. Mit 14% Ökolandbau sind wir derzeit Spitzenreiter in der Republik, und bis 2025 wollen wir das auf 25% ausbauen. Und es gibt bei den Landwirten ein sehr großes Problembewusstsein, was das Artensterben angeht. Und deshalb erfreut sich z.B. das Biodiversitätsberatungsangebot des LLH immer größere Beliebtheit. Und das ist definitiv zu begrüßen. Der Erhalt der Biodiversität ist eine Querschnittsaufgabe. Und das Land Hessen hat damit die Biodiversitätsstrategie 11 Ziele festgeschrieben, deren Verfolgung regelmäßig überprüft wird. Darin enthalten sind z.B. die Maßnahmen, über die wir ja auch heute schon gesprochen haben, 10% des hessischen Staatswalds aus der Bewirtschaftung zu nehmen, was wir unter anderem durch die Ausweitung der Naturparke oder auch des Nationalparks Kellerwald-Edersee erreichen. Und damit wird neuer zusammenhängender Lebensraum für Flora und Fauna geschaffen und die Widerstandsfähigkeit der Wälder gestärkt. Klar ist aber auch, dass es hier nicht allein darum geht, die Ziele der Biodiversitätsstrategie irgendwie einfach abzuarbeiten. Nein, sie ist nur dann wirklich wirkungsvoll, wenn sie als dauerhafte Aufgabe verstanden wird. Weshalb wir auch die wichtigsten Aspekte mit in die Novellierung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz verankern wollen. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns auch hier mehr Rückenwind von der Bundesregierung wünschen würden. Die angekündigte Insektenschutzstrategie oder die Umsetzung der Bienenleitlinien der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, zu der ja die Umweltministerin Priska Hinz die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner aufgefordert hat, wären hier dringend nötig. Und ja, weil es gerade irgendwie aktuell ist, muss ich es ansprechen, meine Damen und Herren. Svenja Schulze macht Angst vom vermeintlich bösen Wolf und gibt ihn trotz strengem Schutz nach Berner Konvention zum Abschuss frei. Und verstehen Sie mich nicht falsch, gerissene Tiere können die Schäferinnen und Schäfer in eine existenzbedrohende Lage bringen, aber das auch nur, weil die Weidetierhalterin bisher keine richtige Förderung bekommen. Obwohl sie leisten einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege und zum Biodiversitätsschutz. Und deshalb freut es mich ausdrücklich, dass die Umweltministerinnenkonferenz vor 2 Wochen die Bundesregierung dazu aufgefordert hat, nicht nur die finanzielle Unterstützung für den Herdenschutz, sondern auch eine grundsätzliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Weidetierhalterinnen anzugehen. Ich fasse zusammen. Wir brauchen eine neue gemeinsame Agrarpolitik, die sich an ökologischen und sozialen Kriterien orientiert, und hoffe, dass am kommenden Sonntag die Bürgerinnen das genauso sehen und dementsprechend wählen. Wir werden in Hessen die bisherigen Bemühungen im Biodiversitätsschutz verstetigen, aber auch noch weiter ausbauen, um das hier ganz klar zu sagen, um zu verhindern, dass wir selbst irgendwann auf der roten Liste landen. Vor allem sollte uns aber eines immer bewusst sein: die Welt verstummt, wenn nichts mehr summt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Grönemann.
Just in time. Und nun Kollegin Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Nach unserem Setzpunkt, der sich ebenfalls intensiv mit der Frage der Artenvielfalt auseinandergesetzt hat, haben wir nun den zweiten Setzpunkt, der sich diesem Thema annimmt, wenn auch anders. Die Debatte darüber ist grundsätzlich gut. Aber ich muss schon sagen, dass ich beim Lesen des Antrags der LINKEN ein wenig die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema vermisst habe. Sie machen es sich schon sehr einfach, wenn Sie das Thema Artenvielfalt und die Ursachen dafür vollkommen einseitig auf die Landwirtschaft projizieren. Man kann einfach nicht so tun, als hätten andere Faktoren keinen Einfluss auf die Artenvielfalt und das Insektensterben. Und so kam erst relativ neu eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt heraus. Komischerweise hat die noch nie jemand hier zitiert. Die errechnet haben, dass jährlich 1.200 Tonnen Insekten durch Windräder sterben. Das sind 1 Billion Lebewesen. Dieses Phänomen ist noch nicht annähernd ausreichend untersucht, um die Relevanz dieses Einflusses zu bemessen. Klar ist aber, man kann den Beitrag auch hier nicht von der Hand weisen, zumal der Rückgang der Insekten zeitlich mit dem Ausbau der Windkraft korreliert. Das finde ich zumindest mal eine ganz spannende Sache, die man mal im Blick haben sollte. Aber genauso wenig wie die Windräder natürlich allein Schuld am Insektensterben haben, genauso wenig ist die Landwirtschaft schuld am Insektensterben alleine. Auch wenn wir die Steinwüstenvorgärten in vielen Wohngebieten, auch im ländlichen Raum sehen, leider, dann sieht man, wo es ebenfalls Einflüsse gibt, die sich negativ auf Insekten auswirken. Ich habe ja eben in unserem Setzpunkt bereits ausgeführt, dass auch die Landesregierung durch ihre Flächenstilllegung im Wald nachweislich negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt produziert. Die Artenvielfalt, die bei uns seit Jahrhunderten hier entstanden ist und die wir eigentlich bewahren sollten, ist in einer Kulturlandschaft entstanden. Und wenn wir hier ehrlich miteinander umgehen wollen, dann müssen wir doch feststellen, dass die internationalen Berichte über den Rückgang der Biodiversität vor allem auch mit dem Raubbau an Urwäldern des Amazonas, Afrikas und Asien zu tun haben. Das sind die artenreichsten Gegenden der Welt. Und wenn wir es nicht schaffen, den Menschen dort Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, damit sie ökonomisch eben nicht mehr auf die Rodung des Waldes angewiesen sind, dann können wir hier so viel für Artenvielfalt tun, wie wir wollen. Wir werden den weltweiten Trend nicht aufhalten. Die Vorstellung, die Sie hier im Antrag formulieren, dass man nur die gemeinsame Agrarpolitik der EU ändern müsste und schon würde die Artenvielfalt gerettet, hat doch eine sehr naive Note. Unsere Landwirte tun bereits viel, und die möchten auch noch gerne mehr tun. Das Problem ist in den Köpfen angekommen. Aber eines ist auch klar. Angesichts der wirtschaftlichen Situation der Landwirte nach dem Dürrejahr 2018 und der Preisentwicklung insgesamt muss man auch aufpassen, dass man das Rad nicht überdreht. Was meine ich damit? Die Landwirte sagen selbst, dass sie auf die Subventionen zunehmend verzichten könnten, wenn die Preise stabil wären und die Bürokratie abgebaut würde. Lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Diefenbach von den Grünen zu? Nein. Wenn Sie nun aber immer höhere Auflagen fordern, überfordern Sie vor allem auch kleine Betriebe, die wir ja gerade haben wollen. Also wir zumindest als FDP. Es gibt auch nicht übrigens nur die ach schade, die Kollegin Scheuch-Paschkewitz ist jetzt gar nicht im Wo ist sie denn? Ah, okay. Ja, meine werte Kreistagskollegin, die ja eben dann auch den Ausdruck Agrarindustrie gebracht hat. Also, da können wir beide ja gerne mal auch im Schwalm-Eder-Kreis Bauernhöfe anschauen. Agrarindustrie haben wir nicht. Wir Freie Demokraten wollen Planungssicherheit für unsere Landwirte schaffen. Vor allem Anreize für mehr Blühstreifen könnten einen echten Unterschied machen. Denn nur wenn man mit den Landwirten vorangeht, werden wir etwas erreichen. Und gegen die Landwirte erreichen wir nichts. Und deswegen halte ich es auch für falsch, Landwirte per se immer zu diffamieren. Wir können und sollten uns aber nicht nur auf die Landwirtschaft als Prügelknaben dann für alle gesellschaftlichen Fragen versteifen. Ganz im Gegenteil. Wenn wir es ernst meinen mit mehr Artenschutz, dann muss die Landesregierung ihre Waldstilllegungen beenden und stattdessen eine Totholzstrategie fördern.
Wir brauchen eine einheitliche Länderstrategie, die so angelegt wird, dass die verschiedenen Biotoptypen an die Standortgegebenheiten angepasst werden. Und Landwirte, die im Rahmen des Vertrags Naturschutzes Maßnahmen ergreifen, müssen diese für verpflichtende Maßnahmen im Rahmen der GAP angerechnet bekommen. So erhöhen wir die Eigeninitiative. Insgesamt müssen wir schauen, dass wir das Naturschutzrecht so ausrichten, dass wir Lebensräume von Arten schützen und nicht auf den Schutz des Individuums abzielen. Und wir müssen uns auch alle mal selbst an die Nase fassen, was wir zu Hause tun können. Stichwort Steingärten. Schauen Sie dann bitte auch in Ihre Gärten, was Sie tun können. Den Antrag der LINKEN lehnen wir natürlich ab. Er nutzt lediglich eine aktuelle Berichterstattung, um die eigene linke Agenda voranzubringen. Für den Artenschutz bringt das aber nichts. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Plenum? Nein. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir befassen uns heute zu Recht mit dem Bericht des Weltbiodiversitätsrates, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Und man muss ja sagen, diejenigen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen wollten, haben ja eigentlich gewusst, was mit dem Bericht auch veröffentlicht wurde, dass das Artensterben dramatisch ist und die Folgen ebenfalls. Und das Artensterben ist weltweit dramatisch. Damit natürlich auch in Hessen. Hessen ist keine Insel. Jetzt wäre es eigentlich ganz schön, wenn wir da eine Insel wären, ist aber nicht so, weil natürlich das Ökosystem sehr komplex ist. Aber es wäre auch falsch zu sagen, weil das Artensterben weltweit vorangeht und es ein UN-Bericht ist, könnten wir hier in Hessen nichts tun. Das ist genauso wie beim Klimaschutz, wenn die Leute sagen, auch in der Politik, das ist ein internationales Abkommen von Paris, und das kann alles nur international gelöst werden, und eigentlich muss man in Hessen Klimaschutz gar nicht vorantreiben. Beides ist falsch, meine Damen und Herren. Und Klimaschutz und Artensterben hat viel miteinander zu tun, und beides sind wesentliche Herausforderungen, die wir gesellschaftlich und politisch angehen müssen und wo wir auch Lösungen brauchen, Lösungen entwickeln müssen. Da sind wir noch nicht am Ende und natürlich auch umsetzen müssen. Weshalb brauchen wir Biodiversität? Sie ist die große Vielfalt an Lebensräumen, Arten und ihre genetische Ausstattung. Sie ist wichtig für gesundes Trinkwasser, für reine Luft, für einen guten Boden. Sie ist wichtig für reines Trinkwasser und natürlich auch infolge, dass wir gesunde Lebensmittel haben und überhaupt unsere Lebensgrundlage haben. Das sollte uns, meine Damen und Herren, nicht kalt lassen. Natürlich haben wir auch schon in den letzten 5 Jahren einiges getan. Und der Biodiversitätsbericht der Landesregierung ist Ausfluss eines Landtagsbeschlusses, der auch die Weiterentwicklung der Biodiversitätsstrategie der Landesregierung weiter verfolgt und wir die Erfolge und die Umsetzung dem Parlament berichten. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten 5 Jahren es geschafft, als eines der wenigen Länder unsere Gebiete, unsere FFH-Gebiete rechtlich zu sichern und alle Maßnahmenpläne festzustellen. Da sind wir. Also, es gibt viele Länder, die sind noch nicht so weit. Und auch deswegen gibt es von der EU natürlich entsprechende Einwendungen und aus meiner Sicht auch zu Recht, weil das ist notwendig.
dass wir die FFH-Gebiete bundesweit endlich sichern und die Maßnahmenpläne umsetzen. Die Vogelschutzgebiete werden wir im nächsten Jahr alle gesichert haben und mit Maßnahmenplänen belegt. Wir können aber darauf nicht warten, dass wir das fertig haben. 10.000 Maßnahmen haben wir im Übrigen im letzten Jahr in FFH-Gebieten bereits umgesetzt. Wir haben auch Feldflurprojekte ins Leben gerufen. Das will ich ausdrücklich sagen, dass erstens es wichtig ist, dass wir bedrohte Arten vor dem Aussterben sichern. Zweitens, dass wir so etwas gemeinsam mit Verbänden und Landnutzern in Angriff nehmen. Auch das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und dass wir es dann nicht bei den 8 Projekten belassen, um Feldlerchen, Feldhamster, Feldhamster und die Rebhühner und ihre Lebensräume zu sichern, sondern dass wir das Ganze dann auch systemisch angehen, dass wir es umsetzen in ein System von Kooperation zwischen denen, die gemeinsam nur Naturschutz im Offenland betreiben können. Das ist die Landwirtschaft, das ist der ehrenamtliche Naturschutz, das ist der hauptamtliche Naturschutz, das sind die Kommunen, und im Übrigen gehört ausdrücklich zum ehrenamtlichen Naturschutz auch der Jagdverband dazu, weil auch die haben ihre Rolle in diesem Bereich. Deswegen haben wir Landschaftspflegevereinigungen als Pilotprojekte auf den Weg gebracht und werden bis zum Ende dieser Wahlperiode landesweit Landschaftspflegeverbände etablieren, damit hier eine systemische Zusammenarbeit, eine systemische Kooperation besteht, die auch gemeinsam Naturschutz und Naturschutzprojekte auf der Fläche umsetzen. Und wir kämpfen natürlich an mehreren Fronten für mehr Biodiversität. Und ein wichtiger Frau Staatsministerin, eine Zwischenfrage der Kollegin Hoffmann. Lassen Sie die zu? Ja, bitte. Sie haben eben einen Bereich angesprochen. Ich will mal hier herausnehmen, das Dauergrünland in Hessen. Warum tut in dem letzten Bericht, das ist zwar auf 14% der Landesfläche ja angestiegen, glücklicherweise, aber warum tut es in dem Bereich des HALUK die Notwendigkeit ansprechen, den Vertragsnaturschutz an dem Punkt zu optimieren und zu verbessern? Bitte, ich habe es akustisch nicht verstanden. Entschuldigung. Ja. Ich will in dem Zusammenhang, den Sie angesprochen haben, das Dauergrünland ansprechen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben da zwar die Flächen erweitern können, aber das HALUK hat in seinem letzten Bericht ausdrücklich Verbesserungen, Optimierungen im Bereich genau dieses Vertragsnaturschutzes in dem Bereich angemahnt. Genau deswegen unter anderem wollen wir die Landschaftspflegeverbände weiterentwickeln, weil genau solche Formationen dazu führen, dass Vertragsnaturschutz gemeinsam umgesetzt werden kann. Natürlich müssen wir da weiterkommen, gebe ich Ihnen völlig recht, aber wir werden jetzt ein Instrument in die Hand nehmen, wo das dann auch entsprechend mit Erfolg versehen wird. Und damit komme ich dann auch zur Landwirtschaft, weil das wirklich ein wesentlicher Punkt ist, wie wir zu mehr Ökologie und damit auch zu mehr Naturschutz in der Fläche kommen. Wir haben es geschafft, den Ökolandbau auf 14,5% der landwirtschaftlichen Fläche zu erhöhen. Und wir streben weiterhin eine nachhaltigere Landwirtschaft an. Dazu gehört 25% Ökolandbau bis 2025. Aber ich sage ausdrücklich, darüber hinaus wollen wir nachhaltige Landbewirtschaftung insgesamt in der Landwirtschaft. Das heißt, unser Programm Vielfältige Ackerkulturen wird dazu beitragen, dass es auch mehr Artenschutz und Naturschutz in der Fläche gibt. Und natürlich wird unser Programm zum Pestizidausstieg und zum Glyphosatausstieg dazu führen, dass es mehr Naturschutz in der Fläche geben kann. Aber ich sage auch hier ausdrücklich, was ich eigentlich in jeder meiner Rede sage zur Landwirtschaft, wir müssen es mit der Landwirtschaft machen und nicht gegen sie. Ich brauche die landwirtschaftlichen Betriebe, die sich verändern wollen.
Und auch aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir diese Maxime auch verfolgen, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Hessen hat dazu beigetragen, dass wir einen Bundesratsbeschluss haben, wo drin steht, erstens, die zweite Säule der GAP soll nicht gekürzt werden, und zweitens, es soll die Verknüpfung stattfinden zwischen öffentlichem Geld, gesellschaftlicher Leistung für mehr Klimaschutz, für mehr Biodiversität, für mehr Tierwohl, für besseres Gewässer. Weil die Landwirte können das nur machen, wenn sie auch dafür entsprechend entlohnt werden. Sonst werden sie ihre Bewirtschaftung so beibehalten müssen, wie sie ist. Und deswegen muss das System umgestellt werden. Und da gibt es, glaube ich, einen breiten Konsens in der Gesellschaft, auch mit der Landwirtschaft und inzwischen auch im Bundesrat. Die Frage ist nur, wie viel wir es schaffen, davon auch in Europa umzusetzen und dann auch im Bundesgebiet auf entsprechende Regelungen wieder umzubrechen. Und da brauche ich Rückendeckung, bitte, von allen hier aus dem Parlament, dass wir das am Ende auch erreichen. Ja? Da nützt es nichts, hier nur zu reden, sondern dann ist es auch notwendig, bei den Verbänden auch darauf zu dringen, dass solche Maßnahmen am Ende auch von den Verbänden mitgetragen werden. Weil nur dann wird sich Politik auch umsetzen. Frau Staatsministerin, die Zeit für die Fraktion ist um. Sie dürfen weiterreden. Nein, nein, ich will nur einen Punkt noch sagen, den wir jetzt vorhaben, neben unseren 100 wilden Bächen als Programm, weil Gewässer ist natürlich auch wichtig für die Biodiversität. Wir werden das Hessische Naturschutzgesetz ändern und an die Biodiversitätsstrategie angleichen. Und ich glaube, auch das wird ein wichtiger Punkt sein für das Thema Biodiversität und Bekämpfung des Artenschwundes in Hessen. Und auch hier bitte ich dann um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Damit sehe ich, dass die Debatte beendet ist. Ist der Vorschlag richtig, dass die beiden Anträge in den Ausschuss überwiesen werden, in den ULA, dann ist das hiermit fürs Protokoll auch so beschlossen.